Sie ist nicht mehr hier. Ich habe Friederike rausgeschmissen, bevor ich dir hinterhergelaufen bin. Dann hast du sie auch durchschaut? Dass sie einen Keil zwischen uns treiben will? Ich will nichts von Lars. Da kann Friederike reden, was sie will. Ich liebe dich. Das weiß ich. Ich hatte schon befürchtet, dass sie es schafft, uns auseinanderzubringen. Nein. Friederike bestimmt nicht. Sondern? Ich glaube einfach, dass unsere Probleme ganz woanders liegen. Wovon redest du? Kannst du dich noch daran erinnern? Bevor wir geheiratet haben, da hattest du einen Traum. Sehr eindeutig. Mit einem Mann. Aber du hast doch selbst darüber gelacht. Da gab's Lars auch noch nicht. Keiner, ich will nichts von Lars. Das würde ich dir so gerne glauben. Dann tu's doch. Aber das ist ja das Problem, Susanne. Ich kann dir nicht mehr glauben. Was ist los, Carla? Was habe ich falsch gemacht? Bitte sag's mir. Du machst doch nichts falsch. Du machst dir was vor. Ich war noch nie so glücklich in meinem Leben wie mit dir. Du empfindest immer noch was für Lars. Nein, das stimmt nicht. Ich würde dir so gerne glauben, aber ich kann's nicht. Carla, ich muss dir was sagen. Lars und ich, wir haben uns geküsst. Susanne? Den Teller ersetze ich dir natürlich. Das will ich stark hoffen, bevor ich dich verklage. Und gibt es noch einen Grund, weshalb du hier bist, außer dem, dass du deinen alten Vater schmerzlich vermisst? Carla und ich, wir haben uns gestritten. Oh nein, schon wieder? Du schon wieder. Keine Angst, ich hole nur noch meine letzten Sachen. Du hast Susanne erwartet. Wir haben zurzeit ein bisschen Stress. Hoffentlich nicht wegen mir. Möchtest du was trinken? Wenn du ein Wasser hast. Ich finde es toll, wie ihr miteinander umgeht und euch euren Problemen stellt. So leicht fällt uns das auch nicht. Es ging mal wieder um Lars, beziehungsweise Susannes Gefühle für ihn. Ich komme damit einfach nicht klar. Das verstehe ich nur zu gut. Ich komme immer noch nicht über Marion hinweg. Manchmal bin ich einfach unsensibel. Ach, vergiss es. Ich will dich jetzt nicht auch noch mit meinen Problemen belasten. Mit einer Frau kann man konkurrieren. Man kann sie ausstechen oder mit irgendwelchen Tricks aus dem Feld schlagen. Aber einen Mann... Gegen einen Mann hast du keine Chance. Und das Schlimmste ist, man kann mit niemandem drüber reden. Man fühlt sich so einsam. Hilflos. Also, es geht mal wieder um Lars Schneider. Carla hat Angst, dass du mehr für ihn empfindest als Freundschaft. Das stimmt nicht. Ich liebe Carla und Punkt. Weil Lars ist ein netter Kerl und ich mag ihn sehr. Aber mit dem, was ich für Carla empfinde, ist das nicht zu vergleichen. Das ist wohl bei ihr offenbar noch nicht angekommen.
Sie ist in letzter Zeit so schrecklich empfindlich und so eifersüchtig. Und dann ist da noch dieser vermaledeite Kuss mit Lars. Warum erklärst du ihr nicht endlich einmal, dass sie keine Konkurrenz zu fürchten hat? Wie kann ich denn sicher sein, dass da nicht wieder ein Kerl in ihr Leben tritt, der alles durcheinander bringt? Willst du eine ehrliche Antwort? Mhm. Niemals. Irgendwie kann ich sie ja verstehen. Ich meine, vor ihr hatte ich ausschließlich Männerbeziehungen. Sie ist die erste Frau in meinem Leben und ich hätte nie gedacht, dass ich sie heiraten würde. Ich auch nicht. Na, danke. Trotzdem hast du mich irgendwann einmal überzeugt. Also, was dir bei deinem alten Vater gelungen ist, wird dir doch bei Carla mit Leichtigkeit gelingen, oder? Du hast recht. Vielleicht ist alles auch ganz einfach. Susanne findet mich schlicht und ergreifend nicht mehr attraktiv. Du siehst fantastisch aus. Danke. Gern geschehen. Ich weiß doch, was man in so einer Situation braucht. Wenn man Angst hat, nie mehr vertrauen zu können. Vielleicht nie mehr ganz geliebt zu werden. Sich nicht einfach mal fallen lassen können. Susanne, hallo? Störe ich? Nein. Ich würde dich gerne sehen. Hast du heute Abend schon was vor? Eigentlich nicht. Gut. Ich habe nämlich eine Überraschung für dich. Ich rufe dich nach der letzten Fahrt an. Bis später. Ich freue mich. Ich mich auch. Wie soll ich ihr denn je wieder unter die Augen treten? Am besten sagst du ihr gleich, was passiert ist. In ihrer Situation hat sie sicher Verständnis dafür. Ich wäre jetzt gern allein. Kein Problem. Wenn du mich brauchst, du weißt, ich bin immer für dich da. Bitte hier entlang. Wo sind denn die ganzen Gäste? So spät ist es doch noch gar nicht. Angelo, was ist hier los? Susanne. Für die größte Liebe meines Lebens. Für die einzige Liebe meines Lebens. Ich weiß, ich habe dir wehgetan und das tut mir unendlich leid. Aber bitte gib mir noch eine zweite Chance. Ich kann ohne dich nicht leben. Ich weiß, ich hätte Lars nicht küssen dürfen. Aber der Kuss bedeutet mir nichts. Ich habe den sofort wieder vergessen. Und ich habe ihn dir nur gebeichtet, weil wir uns geschworen haben, immer ehrlich zueinander zu sein. Das darfst du mir nicht vorwerfen. Du selbst hast gesagt, dass Ehrlichkeit in einer Beziehung das Allerwichtigste ist. Was ist los, Carla? Ich. Oh Gott, es ist so schwer. Sag's einfach. Ach, du meinst, das ihr macht es nicht wieder gut, hm? Doch. Ich bin auch total begeistert, nur. Was muss ich noch tun? Es geht nicht um dich. Es geht um mich. Ich muss dir was beichten. Friederike war heute noch mal da. Das nenne ich aber dreist. Nachdem du sie gerade erst rausgeschmissen hast? Ihr ging's nicht gut und mir auch nicht.
brauchst gar nicht weiterzureden. Bestimmt hat sie wieder diese meine Ex heiratet einen Mann-Platte aufgelegt. Ja. Und dann kam die auf mich und Lars und den Kuss und ob ich nicht doch vielleicht wieder hetero bin. Und jetzt stellst du alles wieder in Frage. Nein, es war anders. Carla, bitte. Lass es nicht zu, dass Friederike dich weiter verunsichert. Ich liebe dich. Und nur dich und niemanden sonst. Ich liebe dich auch. Danke. Es war doch ein schöner Abend, oder? Sehr. Und der ist noch nicht zu Ende. Nicht jetzt. Ist doch noch nicht alles in Ordnung, hm? Doch, doch. Weißt du, ich verstehe. Der Kopf will, aber das Herz macht nicht mit. Nein, das Herz ist bei dir, mehr denn je. Ich bin einfach nur ein bisschen durch den Wind. Ja, so eine Krise überwindet man nicht an einem Tag. Wir schaffen das. Hauptsache, wir vertrauen uns wieder. Das mit Lars, das musst du nicht so ernst nehmen. Ich mag ihn sehr, aber dich liebe ich. Wenigstens bist du immer ehrlich. Das muss man doch in einer Beziehung. Deine Worte. Ich habe mir nie klar gemacht, wie viel Mut du eigentlich aufgebracht hast. Mut, naja. Und dann auch meine Eifersucht. Das ist doch verständlich. Nein. Überhaupt nicht. Susanne, ich möchte, dass du mir verzeihst. Ich möchte dich um Verzeihung bitten für all die Sachen, die in letzter Zeit passiert sind. Du bittest mich? Eigentlich müsste ich... Nein, nein, überhaupt nicht. Na dann. Was machst du denn hier? Das Gleiche könnte ich dich fragen. Ich bin Carlas Frau, schon vergessen. Und wir haben noch nicht gefrühstückt, also wenn du bitte später wiederkommen möchtest. Ich bin aber mit ihr verabredet. Hat sie dir das nicht gesagt? Stell dir mal vor, wir reden nicht die ganze Zeit über dich. Das solltet ihr aber. Mir scheint, Carla hat ihr so einiges nicht erzählt. Guten Morgen, Carla. Was meint sie? Au! Warum ist denn hier niemand? Kein Arzt? Susanne, warte. Du hast recht. Setz dich erstmal hin. So, ich hole jemanden. Ich glaube, das ist nicht mehr nötig. Das ist weg. Ich merke nichts mehr. Das ist bei wen so? Die kommen und gehen. Ich glaube, das war falscher Alarm. Wahrscheinlich hat die Kleine nur getreten. Jetzt sind wir hier und jetzt lässt du dich untersuchen. Sicher ist sicher. Leonard, hallo. Carla. Ist alles in Ordnung? Ja. Die Venen haben eingesetzt. Was, jetzt schon? Vielleicht auch nicht. Ich merke nichts mehr. Gerade eben hatte sie noch furchtbare Schmerzen. Urplötzlich. Komm schon, Carla. Eine halbe Stunde an den Venenschreiber. Danach checken wir die Herztöne und dann sind wir schlauer. Komm. Spiel jetzt nicht die Heldin. Das ist bestimmt nur Zeitverschwendung. Dem Kind geht's blendend. Ich kann keine verstärkte Ventätigkeit feststellen. Es ist ja auch alles wie weggeblasen. Aber was kann es denn sonst gewesen sein? Also, da gibt's verschiedene Möglichkeiten. Was Gefährliches? Nein, das würde ich ausschließen. Wahrscheinlich war es eine Senkwehe. Die gibt es ab der 32. Woche, wenn der Kopf des Kindes sich ins Becken senkt. Genau so hat sich's angefühlt. Echt? Ja, dann haben wir ja des Rätsels Lösung. Ja. Ich habe gerade ziemlich einen Durst. Würdest du dir was ausmachen? Ja, klar. Wasser? Ja, danke. Also, wenn du das nächste Mal zum Frauenarzt gehst, dann lässt du Susanne wohl besser zu Hause. Es sei denn, du hast wirklich Senkwehen. Ja, okay. Ich habe simuliert. Und warum?
Ich habe Susanne betrogen. Mit Friederike. Oh. Hoffentlich lässt Friederike dich in Ruhe. So wie ich die kenne, hängt die bestimmt immer noch bei uns rum. Mit der werde ich schon fertig. Was war das überhaupt für ein seltsamer Auftritt heute früh? Und was meinte sie mit dieser komischen Bemerkung? Bemerkung? Ja, dass du mir irgendwas nicht erzählt hast. Ach so, das. Ja, das Problem mit ihrer Ex, das geht in eine neue Runde. Oh. Willst du Details hören? Nee, danke. Also Friederikes Liebesleben interessiert mich nicht. Hi. Wenn man vom Teufel spricht. Was denn, wenn man fragen darf? Tja, das wüsstest du wohl gerne. Carla, geht es wieder gut? Vielen Dank für die Anteilnahme. Ich wäre natürlich mitgekommen, nur mir schien das nicht angebracht. Du legst mir das nicht falsch aus, oder? Nein, nein. Es war mir sogar lieber so. Im Übrigen war es falscher Alarm. Verstehe. Wir müssen hier auch nicht länger bleiben. Ich bring dich nach Hause, ja? Das kann ich doch machen. Carla braucht Ruhe. Und wenn du wieder einen seelischen Mülleimer benötigst... Du schätzt mich völlig falsch ein. Ich fahre mit Friederike. Okay? Grüß Lisa von mir. Ja. Dann bis später. Ich melde mich. Ja. Endlich. Sie kommt schon nicht zurück. Darum geht es nicht. Das war eine einmalige Sache. Du weißt ganz genau, dass ich Susanne nicht verlieren will. Ist sie denn im Bilde? Wirkte nicht so. Nein. Und das soll auch so bleiben. Susanne, hallo? Hi, ich schätze mal, du hast viel zu tun, aber vielleicht kann ich euch zwei trotzdem zu einem Eisbecher am Rheinufer überreden. Da muss ich mal ganz schnell in mich hineinhorchen. Ja? Ja, ich glaube, wir beide sind einverstanden. Wow, damit hatte ich gar nicht gerechnet. Warte mal ganz kurz. Notieren Sie bitte alle Anrufe für mich. Ich bin den Rest des Tages außer Haus. Natürlich. Also gut, wir treffen uns am Schlossturm. Ja, den Bericht, den gehe ich dann heute Abend. Ich sollte dich öfter von der Arbeit loseisen. Mhm. Ja, wir haben zurzeit alle Hände voll zu tun. Seit Degenhardt wieder auf freiem Fuß ist. Du solltest dich aber schon. Nicht, dass du wieder Frühwehen kriegst wie letzte Woche. War ich zu grob? Nein. Nein, nein, ich... Von Friederike. Was schreibt sie? Nichts Besonderes. Sie will morgen mit mir frühstücken gehen. Wahrscheinlich, um sich zu verabschieden. Willst du auch ein bisschen Wasser? Ja, bitte. Sie will abreisen? Ja, davon gehe ich aus. Irgendwann muss sie ja mal nach Hause. Bestimmt vermissen. Nicht allzu sehr. Wollen wir nicht nach Hause? Ich möchte lieber mit dir alleine sein. Wenn das Baby erstmal da ist, dann hocken wir noch genug zu Hause. Guck mal, Lars ist auch da. Hallo? Hallo. Hallo. Ich setz mich schon. Setzt du dich nachher noch zu uns? Das heißt, wenn Sie Ihren Onkel entbehren können. Klar. Ich will dann eh noch mal zu Andi. Gut. Dann bis gleich. Okay, einen Kaffee. Für Sie auch schon was? Ein Hagebuttentee, bitte. Okay. Was sollte das denn? Wieso? Ich trinke doch immer Hagebutte. Nein, Lars. Ich denke, er ist der Letzte, mit dem du einen Abend verbringen willst. Nur weil Friederike euch beide verkuppeln wollte. Verkuppeln? Sie wollte, dass wir miteinander schlafen. Ja, aber das ist doch total abwegig. Ja, sicher. Siehst du? Da kommt er. Da bin ich. Setz dich. Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Ich habe da neulich ziemlich überreagiert. Aber ich glaube, daran ist deine Tochter schuld. Zurzeit bin ich einfach Sklavin meiner Hormone.
Na gut, du weißt, dass diese Ausrede in ein paar Wochen nicht mehr zieht. Keine Sorge, ich reiß mich schon zusammen. Mom, hast du ein Taxi bestellt? Nein, aber gut, dass ich dich treffe. Sag mal, wegen gestern Abend. Carla hat das wirklich ernst gemeint mit der Versöhnung? Ich glaube schon. Jedenfalls bin ich heilfroh, dass sie nicht mehr böse ist. Warum auch? Wir sind nie so weit gegangen, dass sie sich Sorgen machen müsste. Immerhin sind wir so weit gegangen, dass Carla sich die Frage gestellt hat, ob unsere Beziehung eine Zukunft hat. Ich hätte doch besser in Hamburg bleiben sollen. Warum? Dann hätten wir uns nie kennengelernt und viel Kummer erspart. Und Lisa wäre vielleicht tot oder Alex hätte sie, weiß Gott, vorhin entführt. Nee, nee, ist schon gut, dass du wieder aufgetaucht bist. Das sage ich nicht nur wegen Lisa. Wir sollten nicht... Ja, klar, Kumpels. Tja, ich werde dann. Ja, schönen Tag noch. Ja, dir auch. Ich hatte solche Sehnsucht. Bist du wahnsinnig? Was ist denn? Ich dachte, du... Was zwischen uns passiert ist, war nichts weiter als ein Ausrutscher. Ausrutscher? Guten Morgen, Carla. Was kann ich für Sie tun? Charlie, Sie sind schon wieder hier. Wie geht es Ihnen? Ach, jeden Tag besser, seit ich wieder in meinem Restaurant bin. Und wie geht es Ihnen? Wie geht es euch? Uns geht's gut, danke. Ja, und wir haben Hunger auf ein französisches Frühstück mit Orangensaft und einem koffeinfreien Milchkaffee. Ja, kommt sofort. Darf es für Sie auch noch etwas sein? Ich habe keinen Hunger. Hast du vergessen, dass das Lars Schwester ist? Ich habe doch gar nichts gemacht. Du weißt ganz genau, was ich meine. Du bist bald wieder weg, aber ich muss hier bleiben. Und ich muss es dann auch ausbaden, wenn Charlie was mitbekommt und zu Lars rennt. Wie kommst du denn darauf, dass ich abreise? Irgendwann musst du doch wieder nach Hause. Versteh mich nicht falsch, ich habe mich wirklich sehr gefreut, dich wiederzusehen. Ich habe mich so danach gesehnt. Aber wie du sicherlich mitbekommen hast, ist unser Wiedersehen etwas kompliziert verlaufen. Und so kurz vor der Geburt wäre ich wirklich froh darüber, wenn alles wieder etwas einfacher würde. Irgendwann wird Susanne dich für einen Mann verlassen. Das wird sie nicht. Doch, wird sie. Und tief in dir drin weißt du das ganz genau. Und ich werde für dich da sein, wie du für mich. Das ist wirklich sehr lieb von dir, weißt du, aber... Carla, du willst es vielleicht noch nicht wahrhaben, aber irgendwann wirst du es auch begreifen. Was? Dass wir füreinander geschaffen sind. Susanne liebt mich. Ich liebe Susanne. Und wir haben eine Familie gegründet. Ich könnte genauso gut für das Kind da sein. Susanne hat doch im Grunde gar nichts mit dem Baby zu tun. Du bist die Mutter und der Vater. Es tut mir wirklich leid, wenn ich so ehrlich sein muss. Aber, Friederike, ich liebe dich nicht. Und daran wird sich auch nichts ändern. Gib mir doch wenigstens eine Chance. Ich würde alles für dich tun. Hör auf. Selbst wenn Susanne mich irgendwann verlassen sollte, würde ich nie wieder was mit dir anfangen, verstehst du? Nie wieder. Was? Es ist schon... Lass uns spazieren gehen. Lass uns noch mal in Ruhe über alles reden, ja?
Ich möchte nicht, dass unsere Freundschaft so endet. Fass mich nicht an! Friederike, bitte, die Leute! Die Leute sind mir sowas von egal. Ist alles okay bei euch? Ja, alles in Ordnung. Alles in Ordnung? Erst benutzt du mich, wie es dir in den Kram passt, und dann lässt du mich einfach fallen. Und das findest du in Ordnung? Du bist so unglaublich egoistisch. Friederike, bitte. Für mich war das viel mehr als Sex. Aber für dich bin ich ja nur ein Trostpflaster. So, Carla, ist wirklich alles in Ordnung mit Ihnen? Mir geht es bestens, danke. Ich weiß, es geht mich nichts an, aber es macht eben schon den Eindruck... Ja, entschuldigen Sie mich, Angelo braucht mich. Friederike hat sich schon wieder ein bisschen beruhigt. Sie ist auf dem Weg in ihr Hotel. Das ist ja heute ein richtiger Glückstag für dich, was? Wie bitte? Ruf doch gleich Susanne an und erzähl, dass ihre Ehefrau sie betrogen hat. Ich bin mir sicher, du tröstest sie gerne. Ich habe nicht vor, mich einzumischen. Du hast doch nur darauf gewartet, dass ich einen Fehler mache. Worauf willst du hinaus? Susanne und ich waren glücklich, bis du aufgetaucht bist. Hättest du dich nicht zwischen uns gedrängt, dann wäre das alles nicht passiert. Du gibst mir die Schuld daran, dass du Susanne betrogen hast? Das muss ich mir nicht länger anhören. Leutnant. Frau Schneider, diese Freundin der Gräfin war natürlich etwas kapriziös, aber ihr Bruder hat die Sache doch gut in den Griff gekriegt. Naja, ihr Wort in Gottes Ohr, Angela. Lars, ich weiß doch auch nicht, was in mich gefahren ist. Es tut mir leid. Natürlich kannst du nichts dafür, dass ich Susanne betrogen habe. Das habe ich ganz alleine hingekriegt. Ja, aber den Grund dafür muss ich nicht auch noch verstehen. Hm? Den verstehe ich ja selbst nicht. Aber du musst doch wissen, warum das passiert ist. Ja, ich war total durcheinander. Ich hatte Angst, Susanne zu verlieren. War eifersüchtig auf dich. Und Friederike war für mich da und hat mich verstanden. Natürlich. Bestimmt hat sie dir noch gesagt, dass Susanne nur auf Männer abfährt. Carla, aber genau darauf hat sie es doch angelegt. Sie wollte dich und Susanne auseinanderbringen. Da spielt es doch gar keine Rolle, dass... Dass du in Susanne verliebt bist. Das habe ich auch nie abgestritten. Susanne hat mir ständig klargemacht, dass ich keine Chancen bei ihr habe. Mein Gott, sie hat so um eure Beziehung gekämpft. Und sie hat es nicht verdient, so hintergangen zu werden. Das hat sie schon zu Genüge bei ihrem Ex-Mann erlebt. Lars, was soll ich denn jetzt machen? Das musst du schon selbst wissen. Ich halte mich da raus. Kann ich mich darauf verlassen, dass du die Sache für dich behältst? Von mir erfährt Susanne nichts. Aber du solltest dich wirklich fragen, ob du dir das einfach so verschweigen kannst, nachdem sie immer ehrlich zu dir war. Warum lässt du die Tür nicht gleich offen? Das ist doch die Gelegenheit, der ganzen Firma zu erzählen, dass du mit mir im Bett warst. Carla, es tut mir leid. Wenn du unbedingt willst, dass Susanne von unserem Ausrutscher erfährt, dann musst du es ihr selbst sagen. Lars wird es nämlich nicht tun. Es ging mir nur um dich. Wie oft soll ich es dir eigentlich noch sagen? Ich liebe Susanne. Wenn du so glücklich mit ihr bist, warum hast du dann mit mir geschlafen? Und ich, wir gehören zusammen. Ich habe mit dir geschlafen, weil ich mich ablenken wollte. Aber das war der größte Fehler meines Lebens. Für uns hat es nie eine Chance gegeben. Und das wird es auch in Zukunft nicht.
Susanne und du, ihr passt nicht zusammen. Wenn sie dich nicht für Lars verlassen hat, wird sie es für einen anderen Mann tun. Hör auf und geh. Du hast was Besseres verdient. Ich hab gesagt, du sollst gehen. Soll ich dir sagen, warum du mit mir geschlafen hast? Weil deine Beziehung zu Susanne längst gescheitert ist. Du bist bloß zu feige, dir das einzugestehen. So ein Zufall. Ja, wirklich. Also, ich würde gern auf den nächsten Wagen warten, aber ich hab's furchtbar eilig. Wir werden's überleben. Wo soll's hingehen? Zum Flughafen. Ich flieg zurück. Hast du was Neues von deiner Ex gehört? Ich will nicht drüber reden. Können wir dann? Carla hat es sicher bedauert, dass du so plötzlich abreisen musst. Das hat sie. Aber du kommst uns bestimmt bald wieder besuchen, oder? Susanne, du kannst es ruhig zugeben. Du willst alles andere als mich nochmal wiedersehen. Du hast versucht, uns auseinanderzubringen. Was erwartest du? Dass ich mich bedanke? Wenigstens hast du jetzt eingesehen, dass Carla und ich zusammengehören. Ist es so? Ja. So ist es. Wenn du alles so genau weißt, dann kannst du mir sicher auch erklären, warum Carla mit mir geschlafen hat. Hallo. Das war meine letzte Tour für heute. Wieso? Ist irgendwas passiert? Das kann man wohl sagen. Ich habe Friederike zum Flughafen gebracht. Ach, dann ist sie nach Paris zurückgekehrt. Ich werde sie bestimmt nicht vermissen. Hat sie noch irgendwas gesagt? Ja, dass du mit ihr geschlafen hast. Ich war auch sprachlos. Ich meine, wer konnte denn ahnen, dass sie so weit geht, uns auseinanderzubringen? Susanne, ich... Sie hat echt gedacht, dass ich ihr das glaube. Tust du nicht? Natürlich nicht. Mit so einer falschen Schlange würdest du doch nie ins Bett gehen, oder? Nein. Genau das habe ich auch gesagt. Und jetzt möchte ich den Namen Friederike nie wieder hören. Obwohl, eigentlich müsste ich ihr sogar dankbar sein. Wofür? Sie hat mir gezeigt, dass uns nichts und niemand auseinanderbringt. Was hältst du von einem ausgiebigen Entspannungsbad? Tut mir leid. Ich habe noch ein bisschen was zu tun. Geh du mal alleine. Aber ohne dich ist es langweilig. Carla, was ist los? Du bist die ganze Zeit schon so komisch. Ich bin nur müde. Es ist wegen Friederike, stimmt's? Es geht um ihre Lügen. Carla, wir dürfen nicht zulassen, dass sie uns noch beschäftigt, auch wenn sie schon längst in Paris ist. Sie ist weg. Damit ist das Kapitel für uns abgeschlossen. Eben nicht. Wie meinst du das? Friederike hat nicht gelogen. Ich habe mit ihr geschlafen.